iPhone Lyrics. In einer Audiodatei kann man nicht nur Coverbilder, sondern auch den kompletten Liedtext speichern. iPhone und iPod Touch können diese Texte jetzt auch anzeigen. Um einen Songtext aufzurufen, tippt man einmal auf das Cover des Songs. Mit einem zweiten Tippen blendet man den Text wieder aus. SMS an mehrere Empfänger senden. Kurzmitteilungen lassen sich nun auch an mehrere Empfänger gleichzeitig senden. Hat man den ersten Empfänger ausgewählt, kann man mit einem Tipp auf das Pluszeichen weitere Empfänger hinzufügen. Mit der Löschtaste entfernt man versehentlich eingetragene Empfänger wieder. Satelliten- und Kartenansicht kombinieren. Eine neue Kartenansicht ist die Hybridansicht, die Karten- und Satellitenbilder miteinander kombiniert. Dabei blendet Google die Straßennamen über der Satellitenkarte ein, was die Orientierung stark erleichtert. Vergrößert man die Karte, passt sich die Größe der Straßennamen ebenfalls an. Umgang mit Stecknadeln. Stecknadeln dienen bei Google Maps zur Standortmarkierung. Man kann sie zu den Lesezeichen hinzufügen oder als Eckpunkte einer Route nutzen. Sie lassen sich aber auch problemlos verschieben. Dazu berührt man sie mehrere Sekunden und kann sie dann auf eine neue Position bewegen. Positionsbestimmung mit Google Maps. Google kann die Position von Mobilfunkmasten und WLAN-Netzen bestimmen, die sich in der Nähe eines iPhone befinden. Mit einem Tipp auf das Kompass-Symbol kann man die eigene Position bestimmen. Ist kein WLAN-Netz in der Nähe, nutzt Google ausschließlich die Position der Mobilfunkmasten, was eine recht ungenaue Positionsangabe ergibt. Man sieht einen Kreis von einigen hundert Metern Durchmesser. Den Mittelpunkt des Kreises kann man nach einem Klick auf das Augensymbol mit einer Stecknadel bestimmen. Ist ein bekanntes WLAN-Netz in der Nähe, gelingt die Positionsbestimmung sehr genau, wie uns ein Test in einem unterstützten Gebiet zeigt. Diese genaue Ortsbestimmung ist aber bisher nur in den Zentren einiger Großstädte möglich. Home-Bildschirm anpassen. Die Programmsymbole auf dem Home-Bildschirm kann man mit der neuen Firmware 1.1.3 erstmals auch verschieben. Dazu berührt man ein Icon und hält den Finger auf dem Symbol. Sobald die Icons zu zittern beginnen, kann man sie verschieben. Auch das Verschieben in einen neuen Home-Bildschirm ist möglich. Löschen kann man allerdings nur Safari-Lesezeichen. Lesezeichen abspeichern.
Seine Lieblings-Homepage kann man jetzt auch als Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm speichern. Ein Klick auf das Pluszeichen am Bildschirmrand genügt. Mit diesen Lesezeichen ist auch der Aufruf mehrerer Seiten möglich. Beim Tippen auf ein Lesezeichen öffnet sich die Seite nämlich in einem neuen Fenster. Erstellt man ein neues Lesezeichen, sollte man auf die Darstellungsart achten. Das Lesezeichen öffnet die gespeicherte Seite immer an der gleichen Position und mit der gleichen Zoomstufe wie beim Abspeichern der Seite. Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.